Welt ist aufgewacht. Ich bombardiere Jacks Friedhof, Entscheidungsschlacht. Das ist kein Formfehler, bin der Kronträger vom Stuttgarter Kenneck zu Boston. Was geht ab, Freunde? Ich bin Zuki und heute stelle ich euch das neue Getränk The Original Cannabis Iced Tea von C. Swiss vor. Ich habe dazu jetzt ein Glas geholt. Hier kann man es feststellen, hier ganz kurz. Ah, ich liebe dieses Glas, das sieht richtig gut aus. Natürlich ist das Glas mit dem Hockey-Style viel geiler. Aber das Problem ist, man kann die Farbe nicht feststellen. Ich kann euch die Farbe des Getränks nicht zeigen. Deswegen nehme ich diese Tasse heute mal nicht. Sondern begnüge mich einfach mal mit so einem Glas. Obwohl dieser auch ziemlich schön aussieht. Ist das nicht von Coca-Cola? Oh, cool. Von Coca-Cola. Nice. Bevor wir uns aber dem Glas widmen und die Farbe anschauen des Getränks, zeige ich euch nochmal ganz kurz. So wie genau hier. So sieht es aus. Da steht die Überschrift oder das Schweizer. Hier steht jetzt die auf dem, was ich so sieht's aus. Vorne ist so ein Cannabisblatt in einem Eiswürfel drauf gebildet. Und was ich richtig cool finde, ist dieses Markenzeichen von der Schweiz, also diese Flagge. Das macht natürlich, also für mich als Kunden sieht das auf jeden Fall etwas seriöser aus, weil alle Waren, die ich so kenne, Taschenmesser und so weiter, die eine Schweizer Flagge haben, zeigt mir persönlich, wow, das muss Premium sein. Und was ich auch richtig geil finde, ist diese orangene Farbe, diese orangene Farbe ist richtig nice, sieht richtig gut aus. Und auch diese Schrift, The Original Cannabis Iced Tea, was ich auch richtig geil und wirklich auch schätze bei solchen Getränken. Also wenn die schon ein bisschen kosten, dieses Getränk hat ungefähr 2 Euro gekostet. Soweit ich weiß, kann man das nur über Amazon oder über Tankstellen erwerben. Also dieses Getränk. Und was ich richtig krass finde, ist dieses hier. Also was ganz anderes, ne? Also was ganz anderes, da zieht man das ab und kann dann sich das Getränk, ja, gönnen. Und hier hinten kann man halt noch sehen, in welchen Ländern, oder in welchen Sprachen es, ausgeschildert ist. Genau, hinten ist noch ein Eiswürfel mit so einem Cannabisblatt, finde ich auch richtig cool. Ja, und wir gucken uns einfach mal die Farbe an. Ich bin jetzt ziemlich überrascht. Ich bin sehr gespannt drauf, welche Farbe dieses Getränk hat. Weil ich habe dieses Getränk noch nie getrunken. Also noch nie. Ich mache das mal ab. Ich zeige es euch mal. So, ich mache das mal ab. So. Und ja, sieht schön aus. So, ich will jetzt nichts überstürzen. Nicht, dass meine Tastatur nass wird. Und jetzt gönnen wir uns mal ein bisschen Tee. Das ist ja Eistee. So. Könnt ihr ja sehen. Also ich habe ein bisschen was reingetun. So sieht eigentlich ganz normal wie Pfirsich-Eistee aus. Ist ja auch Pfirsich, soweit ich weiß. Pfirsich mit Cannabis, ne? Dann gönne ich mir mal ein Schlückchen. Also riechen tut's nicht so gut. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Drogenfan, aber ist glaube ich, es sind ja nur 5%. Warte, ich kann das mal vorlesen. Also hier drinnen steht Eistee mit Schwarztee-Extrakt und Hanfsirup, Zutaten, Wasser, Hanfsirup, dann nochmal Wasser, Zucker, flüssiger Hanfextrakt, 5% etwa, Zucker, Zitronensaft, aus Zitronensaftkonzentrat, Schwarzteeextrakt 0,14%, dann Antioxidationsmittel, dann Ascorbinsäure und Aromen. Mehr ist da nicht drauf. Enthält kein THC. Okay.
Gibt es auch noch in englischer, in niederländischer und französischer Sprache. Also wird wohl in diesen drei, vier Ländern verkauft. Gehe ich mal davon aus. Das Getränk wurde in Österreich hergestellt, steht da, also Made in Austria. Und sonst ist da nur noch eine Webseite. Genau, ich probiere einfach mal. Ah, ist richtig komisch. Ist nicht so meins. Also schmeckt nicht so schön. Also mir schmeckt es nicht. Warte, ich probiere es mal aus. Vielleicht ist es anders, wenn ich es hier raustrinke. Nichts für ungut. Freunde von Hanf Produkten, aber ich schmeckt nicht. Also mir schmeckt es nicht. Mir schmeckt es überhaupt nicht. Aber gut, dass ich es mal probiert habe und euch meine Meinung gegeben habe. Also wer von euch das Produkt gerne mal probieren möchte in jeder Tankstelle oder in jeder Rantankstelle habe. Also ich habe es auch in der Tankstelle rangekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Aral oder so gibt. Nee, ist nichts für mich, Freunde. Das ist das Getränk. Wer es sich auch holen möchte, kann sich das gerne mal holen und testen. Aber bei mir sticht dieser Geschmack von Hanf auf der Zunge und das ist nicht so mein Ding. Ich mag das nicht. So, ich habe es aber gerne für euch probiert und meine Meinung gerne dazu gegeben. Wer sich das gerne mal kaufen möchte, etwa 2 €. Was ich auch cool finde, kein Pfand, nichts. Da kann man gleich wegwerfen, irgendwo in den Mülleimer oder so. Man muss es nicht mitnehmen, wegen 25 Cent oder so. Und im nächsten Video, ja, werde ich dann wieder ein Getränk oder ein Produkt vorstellen. Bis dahin, euer Hookie. Peace.